und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein lieber Zuschauer hatte eine Frage. Sollte man die Galle entfernen lassen bei Gallenstein? Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht zum Thema Gallensteine natürlich entfernen lassen. Ich verlinke es dir in der Infobox. Aber generell zur Galle. Wie können diese Steine entstehen? Hier 5 Risikofaktoren, die Gallensteine verursachen können. Erstens schlechte Ernährungsgewohnheiten, wie zum Beispiel Zucker und isolierte Kohlenhydrate. Viel tierisches Eiweiß, minderwertige Fette und viel Alkohol führen zu einer Überlastung der Leber. Und diese säurehaltigen Nahrungsmittel übersäuern den Körper. Die Säure wird neutralisiert, verbindet sich mit anderen neutralisierten Säuren und setzt sich gerne in der Gallenblase ab. Zweiter Risikofaktor, Bewegungsmangel. Je weniger Bewegung eine Person hat, umso eher neigt die Person zu Gallenstein. Dritter Risikofaktor, Antibabypille. Warum? Östrogene führen dazu, dass die Leber mehr Cholesterin in die Gallenflüssigkeit abgibt. Dies kann cholesterinhaltige Gallensteine machen. Dritter Risikofaktor, Magnesiummangel. Calcium und Magnesium werden nur dann optimal verwertet, wenn sie ein bestimmtes Verhältnis haben. Und das sollte bei 2:1 liegen. Was passiert, wenn man kein optimales Verhältnis hat? Kommt jetzt zu wenig Magnesium rein? Dann kann das Kalzium nicht sinnvoll eingesetzt werden. Das zu viel an Kalzium kann zu kalziumhaltigen Steinen führen und in der Gallenblase eingelagert werden. Und Risikofaktor Nummer 5, zu wenig Gallenflüssigkeit. Wenn die Darmflora im Ungleichgewicht ist, überlastet ist, dann können die Gallensteine nicht so gut absorbiert werden und in die Leber zurückgebracht werden. Sie wandern stattdessen in den Darm, reizen ihn und das kann zu Durchfall führen. Zu wenig Gallenflüssigkeit verklumpt das Cholesterin und Gallensteine können entstehen. Was kannst du tun? Erstens, basisch ernähren. Zweitens, die Leber mit Bitterstoffen unterstützen. Drittens, den Darm sanieren mit Vitabiosa. Viertens, regelmäßige Bewegung. Fünftens, für die Frau synthetische Hormone wie Antibabypille meiden. Sechstens, den Magnesiumhaushalt regulieren. Siebtens, Übergewicht abbauen. Achtens, den Gallenfluss anregen durch Tee aus Pfefferminze, Schafgarbe, Wermut, Löwenzahn oder Artischockensaft. Und als Prophylaxe, neuntens, Kurkuma als Gewürz oder Tee verwenden, damit die Gallensteine keine Chance haben. Das war's mit dem Video. Wenn dir mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Abonniere den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.